Hallo und herzlich willkommen hier aus der Maria-Theresien-Kaserne in Wien. Wir sind heute für euch da, Donnerstag, der 28.01. mit einem Fitness am Arbeitsplatz-Workout. Gestern war noch hartes militärisches Boxen, Box-Workout mit Umar Zambekov, Nummer 16 der Welt im Boxsport. Heute sind wir, wie gesagt, Fitness am Arbeitsplatz, Intensität geht runter, die Übungen kann jeder mitmachen, aber auch heute haben wir wieder einen Spezialgast für euch mit dabei, und zwar die Schwimmerin, die Frau Rekrut, Marlene Kahler, eine Paradeathletin aus dem Schwimmsport heraus, Olympia-Qualifikation geschafft, das heißt mitten in der Olympia-Vorbereitung auch. Aber Marlene, am besten, du stellst dich kurz selbst vor. Ja, ich bin die Marlene Kahler, ich bin 19 Jahre alt, ich schwimme in der Südstadt jetzt schon fast mein halbes Leben lang und habe mich eben 2019 im März für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert und bin zudem österreichische Rekordhalterin auf meinen längeren Strecken, und 2018 bei den Jugendolympischen Spielen bin ich zweimal Dritte geworden. Sehr gut, also bessere Voraussetzungen kann man nicht haben. Entsprechend werden wir heute Fitness am Arbeitsplatz mit dir, glaube ich, ganz gut umsetzen können. Das heißt, wir fangen am besten an, ein lockeres Mobilisieren des gesamten Körpers. Das heißt, ohne großartig zum Schwitzen zu beginnen, sollte dieses Workout jeder mitmachen können. Also ich meine jetzt wirklich jeder, also vom Anzugsträger angefangen. Alle können das machen, ohne irgendein Problem zu haben. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen beim Sprunggelenk, das heißt Sprunggelenkkreisen. Beginnen wir gleich einmal am Boden, dass wir mal ein bisschen in Schwung kommen. Und die Richtung wechseln. Die Seite wechseln. Und ihr seht, wir haben zwischendrin da ein mobiles Büro sozusagen aufgebaut, um euch wirklich auch sehr authentisch die Übungen beibringen zu können. Okay, wechseln wir noch einmal die Seite, heben das Knie an und kreisen gleich aus dem Kniegelenk heraus. Da haben wir gleich ein Gleichgewicht, ein bisschen Aktivierung auch mit dabei. Seit wann schwimmst du, Marlene? Ich habe schon als kleines Baby in der Südstadt begonnen mit Babyschwimmen. Aber leistungsmäßig schwimme ich jetzt knapp 7, 8 Jahre, also wirklich auf hohem Niveau. Und Seite wechseln? Zweimal am Tag Training. Okay. Wie viele Kilometer schwimmt man da täglich? Ja, da ich Langstreckenschwimmerin bin, brauche ich halt leider ein paar mehr Kilometer. Das wären dann halt so 14 bis 16 Kilometer am Tag. Nein, Marlene, du hast mich zwar verstanden. Ich habe gemeint, nicht wie viel schwimmst du in der Woche, ja, sondern ja, wie viel schwimmst du am Tag? In der Woche sind es dann doch ein paar mehr. Also es sind wirklich, eben weil ich meine langen Strecken schwimme. Bis zu 16 Kilometer am Tag? Ja. Okay, locker mal aus die Beine. Ja, jetzt haben wir uns fast ein bisschen verplaudert, falls das Gleichgewicht jetzt schon ein bisschen gestreikt hat. Ist meine Schuld, nehme ich auf mich. Hüfte kreisen, nächstes Gelenk, gehen wir durch. Genau, beginnen mit kleinen Kreisen. Immer größer werden die Kreise, dann, wenn der Kreis am größten ist, wechseln wir die Richtung und werden wieder kleiner. Also jetzt irgendwann dann die Richtung wechseln. Und wieder kleiner werden die Kreise. Genau. Und locker mal aus. Verdrehen einmal den Oberkörper. Das heißt, Hände raufgeben, Oberkörper nach links und rechts verdrehen. Sehr gut. Nehmen wir mal die Hände als Schwungmasse mit dazu. Gibt es eigentlich so eine Parademobilisationsübung, die Schwimmer sehr gerne und häufig machen? Ja, für uns ist das Wichtigste, also die Mobilität in der Schulter ist für uns das Wichtigste. Ja. Deswegen schauen wir, dass wir eigentlich vor dem Schwimmtraining so circa 100 Mal die Arme durchgekreist haben. Okay. Dass das einfach alles frei ist, weil wir müssen ziemlich locker sein beim Schwimmen, weil je lockerer die Schulter, desto länger können wir die Züge auch machen. Alles klar. Wir werden jetzt nicht 100 Mal kreisen, versprochen, aber zumindest 10 Mal vorwärts, 10 Mal rückwärts, so dass wir ein bisschen Gelenkschmiere herstellen, dass wir das Gelenk bereit machen auf die Belastung, die kommt. Das machen wir mit euch auch. Und vorwärts kreisen. Und die Seite wechseln. Und nochmal die Richtung wechseln. Und auslockern. Marlene, eine schwimmspezifische Mobilisationsübung von dir? Ist eigentlich jeder Schulterkreisen. Ist jede Übung, okay, ihr mobilisiert anscheinend ganz viel. Ja, Handgelenk ist auch wichtig, weil wir sehr viel Wasser mit jedem Armzug ziehen müssen. Okay, nehmen wir das Handgelenk gleich dazu.
Also mir imponiert die Mobilisationsübung bei den Schwimmern immer, wo der Oberkörper in der Vorbeuge ist und wo ihr so eure Schultern umfasst, so, ja. Weil da ist richtig eine Reichweite drin. Also ich glaube, die berühren sich hier teilweise hinten mit den Fingerspitzen. Also da bin ich weit weg. Ja. Richtung wechseln. Genau. Ich würde vorschlagen, machen wir das gleich. Einmal Oberkörpervorlage und Hände aufschwingen so. Und genau, nach hinten zusammengreifen. Also ihr könnt ja da mal schauen, ob ihr das zu Hause schafft. Also bei mir geht sich das beweglichkeitstechnisch nicht aus. Die Niki hat auch den ein oder anderen Zentimeter noch Luft, aber da muss man anscheinend Schwimmer sein, dass man das wirklich so in diesem Bewegungsausmaß auch hinkriegt. Okay, auslockern. Halswirbelsäule. Niki, ab beim Schwimmen ein wichtiger Punkt. Fangst du gleich einmal an? Ja, nein? Vielleicht? Weiß nicht. Genau, wir gehen einfach einmal durch die Halswirbelsäule. Kopfnicken auf und ab. Und nach links und nach rechts schauen. Und wir kippen den Kopf hin und her. Und das sind so Übungen, die ihr bei Fit am Arbeitsplatz immer machen könnt. Solltet ihr Verspannungen im Bereich Halswirbelsäule oder Rücken haben, Halswirbelsäule mobilisieren, Rücken mobilisieren, Oberkörper verdrehen. Das sind so klassische Übungen, die kann ich immer untertags einmal einbauen, wenn ich merke, ich bin schon sehr lang gesessen, komme ich ein bisschen in Bewegung. Okay, locker mal den Körper mal durch. Das heißt, gelenkmäßig bis auf den Ellbogen haben wir, glaube ich, alles ziemlich einmal erwischt. Das heißt, letzte Übung für den Ellbogen. Hände seitlich hochgeben und die Arme vergreifen, also die Arme drehen, Unterarme kreisen. Und generell, das Workout, was wir mit euch jetzt machen, könnt jetzt entweder das gesamte Workout 2-3 Mal in der Woche machen oder auch Auszüge, die eine oder andere Übung immer wieder einmal bringen. Ja, einmal am Tag 2-3 Übungen gemacht und der Körper fühlt sich wohler, fühlt sich besser. Richtung wechseln. Okay, wie versprochen, es wird nicht anstrengend werden. Wir schauen uns aber die erste Übung an. Die Kniebeuge. Ja, die kennen wir schon aus diversen Workouts. Wie kann ich die jetzt im Büro umsetzen, ohne dass ich meine Hose spreng? Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, dass ich vielleicht nicht zum Schwitzen anfange. Niki, darf ich dich bitten, setz dich mal hin. Zeig uns einmal Variante Nummer 1 aus dem Sitzen. Setzt euch neben euren Schreibtisch hin. Unterstützung durch die rechte Hand bei der Niki und geht's in eine einbeinige Kniebeuge hoch. Das ist die eine Variante. Zweite Variante, Marlene, darf ich dich bitten, können wir den Sessel ein bisschen zurückschieben. Ihr könnt es auch ohne Sessel machen, das heißt, ihr stellt euch einfach neben den Tisch auf und geht so weit runter, wie es von eurer Beweglichkeit her funktioniert und drückt euch wieder hoch. Immer, wie gesagt, Gleichgewicht unterstützt uns die Hand und wenn es kraftmäßig notwendig ist, kann die natürlich auch ein bisschen mitdrücken. Okay, Arme auslockern. Wir machen noch eine Mobilisationsübung, bevor wir in die Kniebeugen reingehen. Das heißt, einmal Hüfte mobilisieren, linkes Knie hoch und nach hinten ausdrehen. Das Knie hochheben, nach hinten ziehen. Genau, 5-mal linke Seite, 5-mal rechte Seite. Andere Seite, genau. Und 5. Super, jetzt Positionen einnehmen. 30 Sekunden, ganz grob nehmen wir uns als Zeitanhalt her. Wenn ihr 5 Wiederholungen schafft, schafft ihr 5. Wenn es 10 macht, macht es 10. Es sollte jetzt aber nicht so sein, dass das ein Workout wird, wo man 30 Mal auf und ab springt, sondern konzentriert euch auf das, was ihr macht. Konzentriert euch auf eure Beinachse. Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk bleibt in einer Ebene. Das ist es, auf was es jetzt ankommt und was jetzt wichtig ist. So, also, 30 Sekunden Arbeitszeit und los geht's. Genau. Und jetzt kontrolliert einmal jeder für sich seine Beinachse. Kontrolliert langsames Aufstehen und wieder hinsetzen. Noch 10 Sekunden. Okay, und auslockern. 30 Sekunden, eine Seite haben wir, aufstehen, auslockern, ein paar Schritte vielleicht im Büro auf und ab gehen und dann die Seite wechseln. Meine Damen, ich darf euch bitten, dass ihr die Seite wechselt, dass wir nicht dem Publikum dann den Rücken zudrehen.
Damit könnt ihr euch einfach wieder entsprechend anhalten, auf der richtigen Seite bereit machen. Und geht schon los. Die zweiten 30 Sekunden Arbeitszeit jetzt. Marlene, was sind denn deine sportlichen Ziele? Wo geht denn die Reise hin? Ja, im Sommer, im Mai werden wir hoffentlich bei der EM in Budapest starten können. Okay. Da wird sich hoffentlich ein Finalplatz und ein weiteres Olympialimit ausgehen auf 400 Grad. Okay. Und großes Ziel ist natürlich in Tokio einen Finalplatz zu schwimmen. Okay. Wann genau fliegst du nach Tokio? Sollte es Covid-mäßig so funktionieren, wie wir uns das alle erwünschen? Ja, das ist noch nicht ganz sicher. 30 Sekunden mittlerweile aus, kurz auslockern. Weil wir davor noch ein paar Wochen uns akklimatisieren wollen. Okay. Mit der Zeitumstellung. Das heißt, wir werden schauen, dass wir 2 Wochen vielleicht früher anreisen können, dass wir da eben noch ein kurzes Trainingslager als Vorbereitung schwimmen können. Okay. Sprachkurs hast du gebucht, oder? Ich glaube, Chinesisch ist sehr schwer. Okay, das kann man wahrscheinlich nicht in 14 Tagen, wurscht ob Chinesisch oder Japanisch, nicht in 14 Tagen lernen, genauso ist es. Ja, okay. Passt, erste Übung haben wir, dann mobilisieren wir mal für den oberen Bereich, für den Oberkörper noch einmal zwischendrin. Das ist auch eine Übung, die jederzeit machbar ist. Das heißt, ihr gebt eure Ellbogen wieder nach oben, zieht die Ellbogen einmal, zweimal zurück und dann öffnet die Arme und zieht es wieder zweimal zurück. Eine dynamische Bewegung. 1, 2, 3, 4. Und ich gehe schon aus dem Weg, dass ich keine abfange, wobei heute wahrscheinlich nicht so tragisch. Gestern beim Boxer wäre es wahrscheinlich schmerzvoller ausgefallen, aber braucht man ja nichts provozieren. 90% der Tätigkeiten, sei es im Büro, beim Autofahren, am Handy, am PC, sind nach vorne innen orientiert. Das heißt, die Schultern ziehen nach vorne innen hinein und bringen mich da in ein Haltungsproblem in Wahrheit. Und das ist eine Übung, wo ich aus der Mobilisation heraus in die dynamische Dehnung hineinarbeiten kann, den Brustmuskel öffnen kann, um eben da wieder eine Ausgleichsbewegung zu haben. Und die kannst du definitiv täglich machen. Okay, ich glaube, 30 Sekunden haben wir schon. Nächste Übung. Was gehen wir an, Niki? Dips, das heißt Muskelgruppe, Oberarme, der Armstrecker, hauptsächlich der Trizeps mit dabei. Da auch ganz wichtig, wenn ihr diese Übung macht, entweder am Tisch oder am Sessel. Wenn ihr sie am Sessel macht, achtet natürlich darauf, der kann wegrollen, schaut, dass ihr ihn irgendwo anlehnt, entsprechend, dass da keine Verletzungen passieren. Und wichtig bei den Dips ist, ihr müsst aus einer aufgerichteten Position heraus arbeiten. Das heißt, wenn wir mal in die Startposition gehen, Marlene, lasst ihr mal in die Schultern hineinfallen, dass die Leute auch sehen, was ihr jetzt meint. Wenn ihr diese Position nehmt, kommt sie auch in den Brustmuskel hinein und dann sind wir genau dort, wo wir jetzt nicht hinwollen, nämlich nach vorne innen zu rotieren. Okay? Das heißt, schön aus der Schulter herausheben, stolze Brust, aufrechte Körperhaltung und dann gehen wir in die Dips hinein und dann kommen wir wirklich hauptsächlich in die Oberarmmuskulatur. 30 Sekunden Übung, jetzt geht's schon los. Ihr könnt es euch schwieriger machen, indem ihr, so wie die Marlene, die Beine natürlich ausstreckt. Ihr könnt die Übung etwas einfacher gestalten, indem ihr mit den Beinen weiter zurückkommt. Dann habt ihr einen weniger langen Hebel. Dann könnt ihr die Übung genauso gut umsetzen. Ja? Am Sessel, am Tisch, beide Varianten möglich. Die Oberarme werden trainiert und auch die Beweglichkeit in der Schulter kann ich so bis zu einem gewissen Grad natürlich verbessern. Ist das eine Übung, die ihr als Schwimmer häufig macht, Tipps? Ja, 2x die Woche im Zirkel. Beim Kraulen, das Durchdrücken der Hand, ist sicherlich keine uninteressante Bewegung so. Genauso ist es. Okay, dann wieder auf- und auslockern. Oberarme ist das eine, ja, der Bauch das andere. Wir schauen auch, dass wir bei den Übungen fit am Arbeitsplatz den ganzen Körper trainieren. Die Beine mit den einbeinigen Kniebeugen haben wir. Die Oberarme, einen Teil davon zumindest, haben wir jetzt auch. Das heißt, gehen wir mit dem Bauch fort. Niki, sagst du uns einmal eine coole Übung für den Bauch, die ich auch im Büro machen kann? Genau, ihr setzt euch einfach auf euren Sessel hin und zieht einmal die Beine an. Das heißt, das allein habe ich schon eine gute Spannung in meiner Bauchmuskulatur. Marlene, kannst du natürlich gleich mitmachen, keine Frage. Und aus dieser Position könnt ihr jetzt einmal wechselweise ein Bein ausstrecken. Dann kriegt ihr schon ganz viel mehr Zug in die Bauchmuskulatur. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr haben wollt, streckt beide Beine aus. Spätestens jetzt müsst ihr euch aber beim Sessel anhalten, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Und zieht die gestreckten Beine nach oben und wieder nach unten. Sucht euch eine Variante aus, die ihr gut umsetzen könnt. Und ich habe gesagt, 30 Sekunden Arbeitszeit. Los geht's.
ist natürlich auch möglich, das nicht immer auf Zeit festzuhalten, sondern man kann das auch auf Wiederholungen aufbauen. Also ich sage, ich mache 12 Wiederholungen Bauchmuskulatur oder 15 Wiederholungen für meine Bauchmuskulatur. Dann kann ich natürlich so auch das Workout ein bisschen variieren. Halbzeit haben wir schon. Fünf Sekunden noch. Und stopp, aufstehen, auslockern. Jetzt nehmen wir gleich noch eine Übung Mobilisation auch für den Oberkörper noch einmal mit. Das heißt, am Anfang haben wir dieses Auffächern vor der letzten Übung gehabt. Jetzt machen wir noch einmal das Oberkörper verdrehen. Das ist auch eine sehr entspannende Übung, wenn ich längere Zeit gesessen bin, dass ich da entsprechend wieder ein bisschen Dynamik reinkriege. Ob ihr die Hände verschränkt, ob ihr sie mitnehmt zur Schwungmasse, ob sie einfach nur runterhängen, ganz egal. Ja, schaut, dass einfach über diese Rotation in eine Entspannung reinkommt, dass die Wirbelsäule ein bisschen durchmobilisiert wird. Wenn es irgendwo ein bisschen knackst, alles in Ordnung, schmerzhaft soll es aber nicht sein. Okay, jetzt haben wir eine Muskelgruppe mehr. Das nächste, was wir uns anschauen, ist die Schulterkreisen, weil gerade wenn ich ein enges Hemd zum Beispiel anhabe, ist es mit dem Armekreisen oft nicht so einfach. Das heißt, dass mir nichts, dass keine Naht platzt oder sonst irgendwas, kann ich aber genauso die Schultern kreisen. Das heißt, ich muss ja nicht die Hände immer strecken, sondern ich kann ja aus der Schulter kreisen. Und das ist die nächste Option. Wir kreisen einmal rückwärts mit den Schultern in großen Kreisen. Das heißt, was ich vorher herausgehört habe, Marlene, deine Paradedisziplin ist die Langstrecke und da das Kraul. Ja. Okay. Das also heißt, was für Zeiten schwimmst du da, wenn du 800 Meter schwimmst? 8 Minuten 30, das sind dann halt auf der Langbahn 16 Längen. Okay. Und 1500 Kraul sind 32 Längen. Vorwärtskreisen? 32 Längen auf der Kurzbahn, okay. Nein, auf der Langbahn. Ah, auf der Langbahn, okay. Also 50 Meter Becken, wir haben sowohl 25 Meter Becken als auch 50 Meter Becken. Okay. Aber alle großen Ereignisse finden sozusagen immer auf der Langbahn statt, so wie eben Olympia. Okay, oder kurz einmal auslockern die Schultern. Also 8,30 grob auf 800 Meter, das ist schon ganz schön flott. Ja, also ja, das Olympia-Limit. Also ja, fürs Olympia-Limit hat es gereicht. Einmal ausprobieren, wenn Sie das nächste Mal die Schwimmbäder offen haben, einmal 100 Meter herabgebrochen in der Zeit zu schwimmen. Ich glaube, da scheitert nicht nur ich daran, sondern die Masse der Bevölkerung, oder? Weil gerade Schwimmen ist so technisch anspruchsvoll und das muss man so gut beherrschen, dass man da schnelle Zeiten schwimmt. Also das ist phänomenal und beeindruckend. Okay, konzentrieren nochmal. Jetzt kreisen wir mal eine Schulter vorwärts und eine rückwärts. Also das gegengleiche Armkreisen, nein, ohne Hände. Ach so. Das gegengleiche Armkreisen können wir natürlich auch mit den Schultern machen. Ja? Also ohne, dass wir die Arme mitnehmen. Und die Richtung wechseln. Und auslockern. Wir gehen in die nächste Übung. Ihr kennt es bereits aus sämtlichen Rumpfkraftübungen und Stützübungen, ja, den Unterarmstütz. Und jetzt machen wir eine abgewandelte Form, die ihr jederzeit eben, wie gesagt, im Büro nachmachen könnt. Und zwar ist es der Liegestütz, rücklings am Tisch. Okay? Das heißt, Sessel auf die Seite, mit dem Gesäß Richtung Tisch. Einmal abstützen, so wie für die Dips vorher. Jetzt nach vorne gehen mit den Beinen, sodass ihr in eine Gerade hineinkommt. Je weiter nach vorne natürlich, desto besser. Und haltet einmal die Spannung. Das Erste ist einfach einmal die Spannung zu halten, den Hintern anzuspannen. Und ihr spürt es bereits, wir kommen muskulär in den Bereich Rückenmuskulatur, Rückenstrecker hinein. Und das Ganze kann ich jetzt natürlich noch entsprechend verstärken, indem ich wechselweise meine Beine hochhebe. Das heißt, da reichen 3, 5, 10 cm, es kann natürlich auch höher sein, meine Beine vom Boden abzuheben, nicht hudeln, nicht schnell, sondern langsam und kontrolliert das Bein im Wechsel hochheben. Und 30 Sekunden Arbeitszeit machen wir jetzt. Für dich auch spürbar? Marlene? Ja. Ja, also spüren wird man das gleich, ob das jetzt ein intensives Workout wird oder nicht, entscheidet die Schräglage des Oberkörpers. Wem das zu wenig ist, kann es natürlich auch am Boden machen. Vorgabe war, es muss anzugtauglich sein, entsprechend machen wir es angelehnt am Tisch. Okay, lockern wir mal aus. Das Ganze kann ich natürlich auch in der
Frontansicht machen. Das heißt, für die vordere Muskelkette genauso eine Übung. Das heißt, auch hier bitte in die Schräglage hineingehen, am Tisch abstützen und Sekunde im Wechsel grob das Bein hochheben. Wichtig dabei, Becken bleibt gerade, Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule und mein Körper ist unter Spannung. Genau. Niki, schwimmst du auch in deiner Freizeit? Wenig. Wenig. Okay. Das heißt, du kannst 8,30 das einordnen, was das bedeutet auf 800 Meter, aber... Ich kann es einordnen, ja. Okay. Aber es ist richtig schnell, glaubst du? Weil bei uns beim Bundesheer gibt es ja Limits, glaube ich, für 300 Meter mit 8,30. Naja, aber da muss man auch schon schwimmen können, da braucht man auch schon eine gewisse Grundtechnik. Ja? Aber wie gesagt, Leistungssport schwimmen ist halt ganz was anderes. Ja? Okay, Arme auslockern, Arme durchschütteln. Wir haben jetzt da ein bisschen eine Stützkraft, Rumpfkraft, Stützkraft gemacht. Vordere Seite, hintere Seite. Okay, diagonales Armheben in der Vorbeuge, glaube ich, ist auch so eine Bewegung, die ich im Schwimmbad von den Profischwimmern oft sehe. Das heißt, die haben wir gleich kopiert und machen wir jetzt auch gleich zum Auslockern aus den Schultern, ein bisschen Beweglichkeit arbeiten, mobilisieren. Genau, und da kann ich natürlich auch mit der Dynamik variieren. Das heißt, wenn ich in die Beweglichkeit ein bisschen reinarbeiten will, gehe ich mehr nach oben. Wenn es nur zum Mobilisieren des Gelenks ist, reicht im Prinzip das Schwingen der Arme. Weil die brauchen wir jetzt da, weil jetzt da geht es in die fünfte Übung. Und die fünfte Übung, einmal auslockern, die fünfte Übung, wie wir gesagt haben, in jedes militärische Workout, ob jetzt fit am Arbeitsplatz, Military Fitness oder Kraftausdauer, es gehören Liegestütze dazu, es gehören Push-Ups dazu und die machen wir jetzt auch am Schreibtisch, da sind sie absolut für jedermann schaffbar. Also, Hände stützen am Schreibtisch ab und jetzt geht es mit dem Oberkörper Richtung Tisch. Wichtig wieder, eine Körperspannung zu haben, auch hier das Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüfte und Schultern bleiben in einer Ebene, biegen sich nicht durch, in welche Richtung auch immer und jetzt geht es nach oben und nach unten. Wie ihr den Griff variiert, ob ihr breit greift, ob ihr schmal greift, ist einmal im ersten Satz halb so tragisch. Wenn ihr breiter greift, kommt es mehr in die Brustmuskulatur hinein. Wenn ihr schmäler greift, mehr in die Armmuskulatur, in den Trizeps hinein. Alles gut. 30 Sekunden, die zwei Damen arbeiten schon die ganze Zeit. Schauen wir mal, ob sie noch 30 Sekunden schaffen. Ihr fangt jetzt an, 30 Sekunden Liegestütz an der Tischkante. Geht schon los. Liegestütz auch ein ständiger Begleiter, Marlene, oder eher weniger? Nein, leider. Nein, leider? Hast du also da ein gewisses Lernfeld da? Nein, ja, leider. Also ja, leider? Ja. Du machst sie sehr viel? Ja. Okay, keine Lieblingsübung? Nein. Okay. Aber jetzt hat es gleich geschafft. 3 Sekunden noch. 2, 1 und auslockern. Oh. Aufpassen, genau. Verletzungen braucht man keine. Ein bisschen die Arme ausschütteln, auslockern. Okay, wir haben die Liegestütz erledigt. 6. Übung. Wir verlassen unser virtuelles Büro. Wir gehen an die Wand. Okay? Aber bevor wir starten, machen wir noch ein kurzes Mobilisieren, das Aufrollen der Wirbelsäule. Das heißt, Niki, ich darf dich bitten, 90 Grad zu mir her. Marlene, du geradeaus. Wirbel für Wirbel abrollen. Beginnend bei der Halswirbelsäule beim Abrollen und beim Aufrollen dann bei der Lendenwirbelsäule. Kontrolliert langsam hineinspüren in den Körper. Genau, und wenn man unten angekommen ist, wieder beginnend bei der Lendenwirbelsäule, beginnend hochrollen, Brustwirbelsäule, wir kommen in den Bereich Halswirbelsäule und dann der Kopf. Und das Ganze wechseln wir 2-3 Mal hin und her. Genau, einmal noch. Okay, jetzt haben wir nochmal den Fokus auf die Wirbelsäule, auf den Oberkörper, auf die Rückseite gelegt und den trainieren wir jetzt. Das heißt, wir marschieren einmal zu unserer Mauer in der Trainingshalle. Ihr nehmt euch einfach ein freies Stück Mauer in eurem Büro her. Wichtig ist jetzt, ihr nehmt ungefähr eine Schrittlänge Abstand mit den Beinen, stellt euch hüftbreit hin, lehnt euch einmal an der Mauer. Das ist einmal gemütliche Ausgangsposition. Die Ellbogen sind 90 Grad vom Körper weggespreizt.
Und die Übung besteht jetzt darin, dass ihr so stark wie möglich mit den Ellbogen in die Mauer hineindrückt. Das heißt, ihr drückt euch weg von der Mauer über die Kraft, die ihr aufbringen könnt, mit dem ihr den Ellbogen in die Mauer hineindrückt. Das heißt, Schulterblattfixatoren arbeiten, der obere Rücken arbeitet, ihr arbeitet in die Aufrichtung hinein, um den Haltungsschäden, dem nach vorne innen rotierten, entgegenzuwirken. Eine perfekte Übung, diese bitte auch häufig wiederholen, häufig machen, gerade die unter euch, die schwere Probleme mit der Beweglichkeit da haben. Okay? Aber da sieht man es ganz deutlich, die Marlene als Schwimmerin hat einen wahnsinnigen Bewegungsradius, was das betrifft. Ist das ein Must-Have sozusagen beim Schwimmen, diese Beweglichkeit aus der Schulter? Ja, weil eben, wie vorher schon gesagt, wenn die Schulter die ganze Zeit verspannt ist, wird der Zug viel kürzer. Und das Ziel ist es natürlich, so viel Wasser wie möglich mit einem Zug. Mit einer Armbewegung zu verdrängen, ja. Quasi. Okay. Deswegen ist es wichtig, dass wir da locker sind und eben die Züge dadurch länger machen. Ja, können. Einmal kurz auslockern, meine Damen. Ich würde vorschlagen, weil die Übung so wichtig ist, machen wir einen zweiten Durchgang. Ja, das heißt, einmal kurz entspannen, einmal kurz auslockern. Ihr zu Hause seid auch mit dabei. Wir machen einen zweiten Durchgang. Noch einmal Ausgangsposition, machen wir noch 10 Wiederholungen. Ellbogen hoch und ihr drückt euch richtig kräftig in die Mauer hinein, sodass ihr den Körper weghebt. Sehr gut. Noch 5 Wiederholungen. Spannung, Grundspannung in der Bauch- und Rumpfmuskulatur ist natürlich da, dass ich nicht durchhänge. Das heißt, die Schultern bis zum Knöchel ist wieder eine Ebene und ich hebe geschlossen quasi den Körper weg. Noch einmal. Und auslockern wieder. Okay, wichtige Übung haben wir, wie gesagt, jetzt ein zweites Mal gemacht. Auf was wir jetzt noch gehen? Jetzt haben wir den ganzen Körper, sage ich jetzt einmal, von oben bis unten in einer moderaten Art und Weise durchtrainiert. Jetzt schauen wir, dass wir noch ein bisschen an der Beweglichkeit arbeiten. Und da fangen wir am besten gleich an der Mauer an und nehmen die Brustmuskulatur her. Das heißt, Beweglichkeit aus dem Brustmuskel heraus. Einmal die Ausgangsposition. Hand ist an der Mauer. Der Körper, die Schulter dreht sich hin. Und jetzt dreht sie den Körper mit dieser Spannung weg. Okay? Das heißt, nochmal zuerst hingehen, einrichten und dann den Körper wegdrehen und ihr kriegt in der Brustmuskulatur einen wirklich schönen Zug. Die Position der Hand ist natürlich da variierbar, das heißt, ihr könnt die Hand oben greifen, Mitte oder auch tief greifen. Der Brustmuskel ist ein großer Muskel, der unterschiedliche Bereiche hat. Das heißt, wenn es viel Zeit da ist, könnt ihr unterschiedliche Höhen natürlich mittrainieren. Als Anhalt so 30 Sekunden, um die Spannung zu lösen, ist eine gute Variante. Okay, wechseln wir gleich die Seite, dass wir beide Seiten drinnen haben. Genau, auch jetzt von der Rückansicht gut zu erkennen, die Schulter bewegt sich Richtung Mauer, die Hand ist an der Mauer und der Oberkörper dreht sich weg in die Gegenrichtung. So kriege ich einen optimalen Zug in meine Brustmuskulatur hinein. Okay, 10 Sekunden noch. Langsam die Spannung wieder lösen und gehen wir wieder ins Büro, hätte ich gesagt. Eine ganz eine wichtige Übung möchte man euch nicht vorenthalten. Wenn man viel sitzt, viel im Auto fährt, ja, muss ich natürlich meine Oberschenkelrückseite und meine Gesäßmuskulatur entsprechend auch dehnen. Das heißt, wie machen wir das am geschicktesten? Ihr stellt euch hüftbreit auf, genau, Niki bitte 90 Grad, Marlene geradeaus. Wichtig ist jetzt, der Rücken bleibt in der gesamten Bewegung gerade. Das heißt, keine Spannung in der Rückenmuskulatur verlieren und ihr beugt den Oberkörper so weit nach vor, bis ihr einen Zug im Gesäß oder der Oberschenkelrückseite oder auch der Wadenmuskulatur spürt, je nachdem, wo die Beweglichkeit am meisten notwendig ist. Und wenn ihr nicht so weit runterkommt wie die zwei Damen hier, dann ist das überhaupt kein Problem. Sobald ihr den Zug spürt, ist es in Ordnung, bleibt in der Position, versucht die Spannung zu lösen, 30 Sekunden lang wirklich darauf konzentrieren, dass der Zug aus der Muskulatur gelöst wird. Und langsam wieder aufrichten. Auch das, wie gesagt, jederzeit machbar. Und natürlich, wenn man viel sitzt, ist auch die Halswirbelsäule meistens die, die etwas zu verkürzen, die Muskulatur im Bereich der Halswirbelsäule verkürzt und entsprechend belastet ist. Auch das ist ein Thema, was wir uns noch ganz kurz anschauen. Das heißt, jetzt die linke Hand
nach unten strecken, die Schulter ganz tief und den Kopf auf die rechte Seite kippen. So komme ich da seitlich in die Muskulatur wirklich gut hinein. Ihr spürt es gleich, der Zug ist gleich da. Auch hier versuchen, die Spannung zu lösen. Da keine ruckartigen Bewegungen machen, ja. Langsam in die Position hineingehen, versuchen die Spannung zu lösen und auch dann langsam wieder herauskommen. Also Position wechseln, zweite Seite, rechte Hand, rechte Schulter tief und der Kopf auf die linke Seite. Vorbereiten, 10 Sekunden. Noch 5, 2, 1, langsam wieder herauskommen. Okay, das war Fitness am Arbeitsplatz. Wie gesagt, macht das auszugsweise, macht das gesamte Workout immer wieder einbauen. Ihr werdet sehen, der Körper reagiert drauf, der dankt euch mit einer verbesserten Haltung, schmerzfreie Haltung. Ja, und das ist ja das, um was es in Wahrheit geht, was ganz, ganz wichtig ist. Marlene, hast du noch was für unsere Zuseher zu Hause? Wie sollen sich die fit halten im Lockdown? Was ist dein Tipp? Ja, ich würde generell einfach sagen, bitte alle fit bleiben. Die Zeiten sind schwer, aber irgendwann werden wir wieder ins normale Leben zurückkehren und ich denke, Fitness schadet keinem. Schadet nie und schadet keinem. Mit diesem Statement wollen wir heute euch entlassen aus dem Training. Jawohl, Dankeschön. Wir haben eine halbe Stunde Fitness am Arbeitsplatz mit euch gut über die Bühne gebracht. Morgen haben wir einen Spezialgast dabei, einen militärischen Fünfkämpfer, den Korporal Mario Seiser. Der wird im Bereich Military Fitness mit euch richtig Gas geben. Und wir freuen uns auf euch morgen. Seid dabei, schaltet ein, trainiert mit. Bis morgen.